Willkommen zurück. Ich bin übrigens noch nicht im Urlaub. Ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte mich jetzt gerade nochmal ablenken. Weiß nicht, ob das jetzt hier mit der Aufnahme funktioniert. Ich esse gerade Wasabi Flips. Die sind. Okay. Die ist verdammt gut. Also. Ich möchte mal sagen. Jeder, der in seinem Leben noch nicht eine Tüte Wasabi-Flips gegessen hat. Also, da deutlich eine von den ganz guten Sachen verpasst. Hm. So, und wir gehen jetzt hier mal weiter. Guck mal, was so anliegt hier. Hier kriegen wir jetzt, ja, einen Trennungszustand. Der erklärt sich wie folgt. Nun, wir werden hier mit Sehnexperimenten beginnen. Möchtest du, welche von deinen Seelen miteinander verbinden? Ja, dann versuchen wir es. Ja, hier kann man jetzt eigentlich jetzt gleich vorlesen, warum ist nämlich total egal. Haben wir hier unsere Charaktere. Und hier eine Liste von Schamanen. Bis jetzt haben wir nur zwei, Feuer und Wasser. Und man kann jeweils verschiedene Charaktere mit diesen Schamanen kombinieren. Dadurch erhält man beispielsweise ja, erhöhte Statuswerte, visuelle Veränderungen an verschiedenen Charakteren in verschiedenen Kombinationen mit Schamanen. Ja, kann ich später nochmal drauf zurückkommen, wenn es, wenn ich jetzt eine bessere Liste an Schamanen habe, oder eine längere. Ich werde jetzt einfach mal was vorführen, weil das ist das Einzige, was ich im Moment machen kann. Ich nehme Stan und kombiniere Stan mit dem Feuerschaman Sanna. Und tada, hat er auf einmal ein gelbes Kostüm. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt noch schlechtere Stufen. Jetzt finde ich ihn erstmal drauf an. Ja, es ist ein großer Erfolg, was hier gerade passiert ist, hat die alte Oma gesagt. So, und wir. Alter, da fällt mir gerade voll was ein. Wisst ihr was? Ich habe was vergessen. Der Grund, warum wir hier sind. Ja, dann beende ich nochmal kurz und hole das, weswegen wir eigentlich hier sind. Ja, Ausgangsposition. So. Dann wollen wir jetzt mal uns mit unseren Freunden und der Diebin Patty zu Bo begeben. Sie ist es. Sie ist diejenige, die Truths Schatz gestohlen hat. Oh. Wie ungemütlich. Ich habe auch einen Namen. Mein Name ist Patty. Es ist Patty, der Phantomdieb. Bitte mach da keine Fehler. Mein Name ist Patty. Und ganz nebenbei habe ich nichts gestohlen. Ich habe einfach etwas von einem schlechten Menschen genommen. Ich verstehe kein Wort. Lass uns einfach schnell zu Truth gehen. Und dann kann ich am Ende frei sein. Weiß ich gar nicht, kann ich den jetzt einschalten oder? Ja, nicht.
Ja, dann speichern wir das einfach nochmal. Und dann bewegen wir uns mal zum lieben Truth, um die böse Patty abzugeben. Boah, geht die schnell laufen. Unglaublich. Und natürlich fahren wir mit unserem Mobil dahin. Wieder schneller als zu Fuß. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier gab es auch noch wen, den man sich holen konnte. Das können wir nochmal schnell gucken. Lustig ist jetzt auch, wenn die Aufnahme gar nicht ist, obwohl ich den Knopf gedrückt habe, dann kann ich das Spiel, glaube ich, abhaken. Das habe ich ja schon wieder gespeichert. Ja, bitte hilf Nia, der ist schon geholfen. Ich war immer der Meinung, in der Magieschule könnte man auch eine Person für die Stadt kriegen, aber habe mich vielleicht beim letzten Mal schon getäuscht. Ja gut, dann oder war? Ja. Natürlich. Ja. Oh, Zanarko! Keine Ahnung, wer Narko ist. Halt, ich bin nicht wieder. Das hat man schon mal das Problem. Hey, was mit dem Dieb passiert, Bo? Was? Der echte Verdächtige ist gefunden? Großartig, dann kommt rein. Ja, rennt erstmal den Türrahmen mit. Sagt also, dieses Mädchen habe meine Schätze gestohlen. Entschuldigung, ich habe nicht gestohlen. Ich habe einfach gestohlene Dinge von einem Dieb zurückgenommen. Lügnerin, du Dieb! Du lügst, du Dieb. Das könnt ihr auch selber für euch herausfinden. Wenn ihr den Keller durchsucht. Truth hat viele Diebe, die für ihn arbeiten und sein Glück vorantreiben. Okay. Dann lass uns alles ins Reine bringen und indem ihr alle mein Haus durchsucht. Ja, das machen wir, Truth. Wir werden natürlich nichts herausfinden. Ja. Und im Keller. Natürlich ist im Keller nichts. War ja nicht anders zu erwarten. Er sieht ja auch sehr vertrauenswürdig aus, der gute Truth. So, was habt ihr gefunden? Habt ihr irgendwas gefunden, was von dem dieses Mädchen gesprochen hat? Ich danke euch sehr dafür, dass ihr den Kriminellen gefunden habt. Wenn ihr damit fertig seid, das Haus durchsuchen, dann verlasst es bitte. Ja. Ich werde das mit dem Dieb regeln. Ja, mit Bo ist jetzt alles im Reinen. Ja, aber es war sein eigener Fehler, sowas zu... jetzt kommt Kilgore an. Oder etwas Verdächtiges zu tun.
Was passiert? Sag mir nichts. Wo wurde er gefangen? Oh, der echte Kriminelle wurde gefunden. Das ist großartig, dann ist Bo ein freier Mann, wieder ein freier Mann. Bitte bring Bo zu mir. Da der jetzt der echte Verdächtige gefunden ist. Ich möchte mich bei ihm entschuldigen. So, wie machen wir das? Natürlich packen wir den Guten auch in unser gutes Rennmobil. Mal wieder ein nettes Hin und Her. Obwohl, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich hätte auch in Motown den an der Speicherstatue holen können. Aber gut, okay, jetzt ist es eh zu spät.